Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, mal schauen, was wir heute wieder haben. Wir können hier oben noch nichts pflücken. Dann schauen wir mal eben unten. Oh, spring da bloß nicht drüber, wenn du da die ganze Zeit gegen los. Da ist was. Ja, er hat's richtiger, beziehungsweise sie hat's richtiger. Sehr schön. Dann müssen wir hier einmal noch gießen. Mal gucken, ob jetzt alle drei erwischen. Ja, perfekt. Sehr schön. Und hier müssen wir auch nochmal gießen. Und schon wieder ist ja klar, sobald ich auf Aufnahme drücke, habe ich keine Stimme mehr. Ich weiß nicht, was das immer ist. Das ist scheinbar irgendwie die Stimmenlosigkeit der... Ich mache jetzt meine Aufnahme oder so. Keine Ahnung. Wir haben mal wieder kein Unkraut, so wie es aussieht. Das ist schlecht. Wobei ich dazu sagen muss, wir sind ja jetzt auch nicht mehr so drauf angewiesen. Ach so, Thema Unkraut. Da fällt mir gerade was anderes ein. Wir könnten doch eigentlich noch mal ein paar Beete hinstellen, weil wir haben ja noch etwas, ne? So, das müssen wir freihalten. Wie habe ich das jetzt gesagt? Da wollte ich eigentlich drei nebeneinander machen. Beziehungsweise übereinander, nicht nebeneinander. Machen wir erstmal da eins hin. Dann, ich bin gerade am Überlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das oder wie schlecht das jetzt klappt mit dem Honig. Wenn es ganz blöd läuft, müssen wir das tatsächlich ein bisschen umbauen. Deswegen werden wir jetzt mal höchstens vier machen. So. So ist die Frage, ob ich überhaupt noch Blumen habe, fällt mir gerade ein. Die ich dann da reinmachen kann. Ich habe noch zwei Blumen, ja toll. Das bringt mir nicht allzu viel. Wobei, dann würde ich die, obwohl, ja doch, dann würde ich nochmal neue holen und dann da nochmal, dass ich die Farben so ein bisschen abwechselnd habe, dann würde ich die hier hin machen. Und einmal hier hin. So, und natürlich nochmal eben bewässern. So, und dann kann, och, ja, jetzt springst du rüber, jetzt wo du eigentlich da rangehen sollst, war ja klar. Dann kann ich da nochmal rangehen und was dran bauen. So viel Holz habe ich gerade auch nicht mehr, ne? Ach so, warum habe ich die jetzt da unten hingebaut? Ich bin auch doof. So? Nein? Lass mich das nehmen. So? Und da bauen wir schon mal zwei hin. Einfach nur deswegen, damit die schon mal da stehen, sobald die Blumen fertig sind. So, okay. Ich weiß, die können jetzt da noch nicht arbeiten. Aber dann haben wir sie zumindest schon mal dahingestellt. Kitty, guten Morgen. Auch wenn ich keine Stimme mehr habe. Oh, who's a good kitty? Möchte ich dir doch guten Morgen sagen und was du für eine tolle Katze bist. Und dass ich nur ein paar Knochen und so weiter bekommen kann. Sehr schön. Hier oben haben wir auch nochmal einen Pilz. Das ist auch gut. So. Dann habe ich direkt schon einen Tannenzapfen gesehen. Ansonsten ist es hier ziemlich voll. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht mehr Sachen da liegen oder man... Oh, wir haben auch wieder die Beeren sich gerade. War da? Nee, war nicht. Oder ob man vielleicht auch mehr Sachen ausbuddeln kann, wenn hier weniger los ist. Also wenn man so ein paar Bäume wegmacht. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich weiß es halt nicht. Müssten wir eigentlich mal testen. So, nochmal Beeren. Das heißt, wenn wir hier oben was finden, könnten wir rein theoretisch unten auch nochmal graben. Theoretisch. Ich weiß es nicht, wie es praktisch aussieht. Schwarzkümmel, sehr schön. So, sie ist ja erst um 10 oder so, glaube ich, da. Das heißt, da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Sondern wir gucken jetzt unten rechts nochmal, ob wir da vielleicht nochmal was zum Graben oder so. Ah, nee, hier haben wir was zum Graben. Ja, und wir bekommen wieder Geld heute. Das ist immer gut. Wobei Rezepte natürlich auch schön wären. Halt! Lauf doch nicht an mir vorbei. Guten Morgen, Jeeva. I've never understood people who say, nice weather, isn't it? All weather is nice. Naja, ist relativ. Wenn es in Strömen am Regnen ist und man vielleicht sogar schon erkältet ist oder sonst was, dann ist der
Regen bzw. das Wetter jetzt nicht ganz so schön. Aber ich verstehe schon, was sie meint. Oh, ich bleibe schon fast wieder an diesen blöden Steinen hängen. So, 20 von 9 sollte eventuell noch nicht reichen. Ist aber nicht schlimm, weil ich muss hier noch meine 20.000 gefühlten Hühnereier einsammeln. Und natürlich auch meine Hühner füttern und streicheln. So. Ne Kikerevieh, jetzt kannst du wieder abhauen. Hallo? Schnabelmann? Du darfst gerne reagieren, wenn ich dich hier gerade antippe. So, der hat noch ein halbes Herz. Mal gucken. Wenn er voll ist, könnten wir den theoretisch mal wieder verkaufen. Obwohl, ja doch, Schnabelmann ist eigentlich, ich weiß nicht. Ich meine, das sind ja alles Hühner, ne? Wenn man Huhn Schnabelmann nimmt, ist ja irgendwie komisch. Schnabelfrau, das wäre ein schöner Name gewesen. Das hätte ich dann auch behalten, das Huhn. Und Beatrix müssten wir vielleicht mal tauschen. Der Name passt auch nicht so richtig. Wobei die Augen ja ähnlich sind, aber naja. So, halt, ich muss erstmal die Eier einsammeln, dann komme ich sofort zu dir. Ah ne, es sind sogar schon zwei, jetzt ist noch einer nach oben gelaufen. Ja, beschwer dich doch, du hast gerade schon was zu fressen gehabt. Ich bin jetzt erstmal bei Flügelspiel. So, ich kriege aber auch nicht mehr allzu viel. Ich kriege nur noch, oder habe ich vorher auch nur eine Hühnerfeder bekommen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich wie mit der Kuh, weil die Kuh, als die Anfang neu war, da hat die ja auch nicht so viel gegeben. Das war ja okay. Aber irgendwann hat die angefangen, drei Milch zu geben. Und ja, jetzt schon seit geraumer Zeit. Oh, jetzt kriege ich sogar nur noch eine, jetzt, wo ich mich quasi in Anführungszeichen darüber beschwere. Geht's noch? Butterblume? Ich wollte ja mal testen, ob das besser wird, wenn ich sie vorher streichel. Ich habe es vergessen. Ich habe sie jedes Mal wieder vergessen. Wobei ich ehrlich gesagt nicht davon ausgehe, dass es dadurch besser wird. So, Moment. Einmal braun. Dann nehmen wir das zweite braune. Ha. Wenn ihr das Klatschen gerade gehört habt, ich war erfolgreich. Ich habe eine Fliege erwischt. Oh, ich hasse das. Ich weiß auch nicht, wo die Fische herkommen. Normalerweise ist hier irgendwie nichts und dann ist der Epi da und dann, weiß ich nicht, durch das Essen oder so vielleicht, keine Ahnung, dann kommen die Fliegen wieder alle her und dann habe ich hier wieder 10 in der Wohnung rumschwirren. Also diese Mini-Fliegen. Und wenn man denkt, man hat sie alle weg, dann kommen wieder neue. Es ist ganz grauenvoll irgendwie. So, das haben wir. Ach so, nee, dann gehen wir erstmal zum Parallelort, dessen Namen ich ständig vergesse. Aber hier ist noch ein großer Fisch, den sollten wir vielleicht noch mitnehmen. Wir haben ja viel geangelt. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob wir da jetzt überhaupt schon die Fischstäbchen gemacht hatten. Ich schweige denn, ob wir die schon verkauft hatten. Gemacht vielleicht mal an einem anderen Tag, aber verkauft, glaube ich, haben wir die noch nicht. Ne? Gotcha. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Egal, wir gehen erstmal zu unserem Lieblingsfreund. Ach so, genau, wir haben ja noch was zu trinken für dich. Nee, was zu essen haben wir auch noch für dich. Haben wir nicht beides? Ich bin mir nicht sicher. Nee, wir haben nur das Essen. Trinken haben wir nicht mehr. Bitteschön, Wesley. Dein Lieblingsfleischeintopf. Ah, Tara. I've always said that lots of different protein sources make for a healthy diet. And you clearly agree. Ja, und jetzt heirate mich. Ravenwood's been a home when I wasn't sure if I'd ever have one again. I hope it feels like a sort of home for you too. Ja, ist es. Noch mehr, wenn wir heiraten, Wesley. Aber irgendwie drückst du dich da die ganze Zeit vor. Ich weiß auch nicht. Sie ist mal wieder nicht da. Okay, aber ich glaube, Montag sind die anderen beiden da, oder? Nee, auch nicht. Ich bleibe hier immer überall hängen. Natürlich ist wieder alles zu. Wenn ich schon mal sage, die sind da, dann muss alles zu sein, war ja klar. So. Amira seems happy lately. Human temperaments shift so quickly, I could never keep up with her.
That Giva woman in the mountain isn't half bad. She spotted me hanging out with the foxes and waved instead of shouting hello. I appreciate her not scaring my friends off. Sie hat ihm zugewunken. Das heißt, sie hat ihn schon gesehen, oder was? Okay. Lass ich jetzt mal so stehen. Ach so. Haben wir hier... Nee, da haben wir gar nichts, ne? Haben wir auch noch nicht genug. Gut, aber das Wasser füllen wir nochmal kurz auf. Dann werde ich nochmal kurz gucken, ob wir jetzt tatsächlich, weil wir hatten eben nur einmal Fischstäbchen da, ob wir die jetzt tatsächlich schon verkauft haben oder ob wir noch welche machen können. Das ist klar. Oh ne, okay. Moment, habe ich jetzt gerade richtig gesehen? Ich habe auch kein Mehl mehr, da muss ich dringend nochmal Neues holen. So, Ernteschubtrank. Können wir uns den nochmal leisten? Wie viel war denn das? Das war das hier. Den wollte ich, glaube ich, für diese magischen Blumen haben, ne? Da ist eine Alraune drin. Haben wir die Alraune hierfür auch? Die haben wir hierfür... Da haben wir sogar zwei. Oh. Dafür brauchen wir die... Ah, dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so. Ich will jetzt nicht alles verbrauchen, sondern ich würde gerne schon nur das verbrauchen, was wir auch wirklich brauchen in dem Moment. Das wäre mir ganz lieb. So, Thomas, du hast irgendwie seit Ewigkeiten keine Quest für mich. Du bist auch schon wieder nicht da. Oh, hi. The energy of this town is special. Don't forget to take it in every once in a while. So, das heißt, die können wir erst in einen Tag machen. Also die Bären oben. Thomas! Ja, ich würde gerne, aber ich habe heute ehrlich gesagt nicht so viel Zeit mehr zum Aufnehmen. Deswegen lasse ich das jetzt mit den Fischen mal sein. Konzentriere mich jetzt nur auf die Sachen, die hier eventuell noch rumliegen. Hier natürlich wieder nicht mehr, war klar. Okay, doch, da ist noch eins. Sehr schön. Die braucht man nämlich für irgendwas, für irgendein Pulver. Du warst jetzt auch 100%. Mit dir müssen wir nicht mehr reden. Ich weiß, hört sich immer so gemein an. Ach so, oh, jetzt kommt die mir auch noch über den Weg. Ja, super, du läufst mir jetzt über den Weg, oder was? Das heißt, du hast heute wieder zu? Blöde Kuh. Mm. Any new fall recipes at the cafe, Sophia? You bet. Kai just brought over a bunch of new spices I can't wait to try. Und wieso stehst du da nicht hinter deinem Tresen und probierst es aus? Mann, 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 Mann. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, bei dir kaufe ich vorsichtshalber noch mal ein bisschen Hühnerfutter. Ja gut, das waren jetzt nur von einer Runde quasi, aber gut. Dann haben wir jetzt nochmal Neues geholt. Ist ja nicht schlimm. Okay, dann. 11:30. Dann müssten wir auf jeden Fall... wieso vergesse ich den Namen von der Blonden jetzt immer? Also wir müssten auf jeden Fall noch Mehl kaufen. Ja, die hat offen. Sehr schön. Lina, genau. I really love running the shop, but I wish I could mix things up sometimes. There aren't more general things you can sell? If you grow anything I can sell here, I would be happy to buy it from you. Deal? Ja, Deal. Aber ich möchte gerade überhaupt nichts verkaufen. Beziehungsweise, ich habe halt schon viel verkauft. Mehl wollte ich haben, genau. Mehl. Da haben wir gar nichts mehr von. Das heißt, es wird wieder ein Großeinkauf werden. Also sagen wir 30, oder? Nehmen wir nochmal 10 mehr. Falls wir nochmal irgendwann so eine richtige, richtig großen Lauf machen müssen mit ganz viel von den Fischen. Ach, du warst noch nicht auf... Doch, du bist jetzt auf 100%, nachdem ich dich habe abblitzen lassen. Wesley and I have a good system going. I give him a little extra meat and he sources books about meat for me. How many books about meat are out there? More than you'd think. The history behind what we eat is fascinating. Ja, lass ich mal so stehen.
So, alle haben hier... Wir haben noch Montag, da ist auch keiner in der Kirche oder so. Sometimes I like to wander around town and wonder who'll be next to be messenger. Hoffentlich einer, der das besser macht. Ja. Ach, wir haben wieder was frei. Dann können wir Oma Häsel nochmal Blumen hinstellen. Diesmal mal Schwarzkümmel, würde ich sagen. Davon haben wir mehr. I wish you could see the farm now, Grandma. I hope it would have made you proud. Ja, so. Und ich schaue jetzt nochmal ganz kurz nach. Weil mich das immer interessiert hat, nehme ich immer vergessen, das nachzugucken. Ja, die hat wirklich nur eins reingetan. Okay, das wollte ich wissen, ob die zwei reintut, weil man ja im Endeffekt zwei dann da drin stehen hat oder nur eins. Aber sie hat nur eins reingetan. Das ist gut zu wissen. So, mit dir hatte ich schon 100%. Dann gehe ich jetzt nochmal schnell in den Wald. Oh ja, da haben wir auch noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Nein! Oh. Kannst du nicht einfach mal das machen, wo du vorstehst und was du anvisiert hast? Mann, Mann, Mann. So, hier sitzt diesmal keiner. Na gut, das, was rumliegt, das Holz, das haben wir ja immer mitgenommen bisher. Das ist okay. Verstehe nur nicht, warum man sich immer abwenden muss, damit man die Sachen dann aufheben kann. Hi, Shelby. You see any stones, you best stay away. But there are stones everywhere. You mind what I said. Okay, also am liebsten einfach zu Hause bleiben. hier haben wir auch nichts zum Einsammeln. Er ist auch schon auf 100%. Ich finde das klasse, wenn man mit den... Also es hört sich jetzt gemein an, aber wenn man mit den Leuten nicht mehr reden muss, weil dann hat man ja mehr Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern. Ja, nur in meinem Fall ist es ja so, ich habe dann normalerweise mehr Zeit, um mich um die Quest zu kümmern. Ich habe aber jetzt nichts mehr mit der Quest. Ich habe nur noch diese dämliche Quest mit dem Geist, der irgendwie überhaupt nicht kommt. In 2 Tagen wird schon der Bürgermeister gewählt. Oh je. Ja, irgendwann heiraten Francis und Angus mal. Keine Ahnung wann, nächstes Jahrhundert oder so. Sie wollten ja kein genaues Datum sagen. Vorsicht, rohe Eier. Besuche Angus, um von dem Marmeladenpudding probieren zu dürfen. Ach ja, stimmt. Angus war der Bäcker, ne? Da müssen wir da gleich auch nochmal kurz hin. Bruno's got some wild fishing stories. I'm not sure how true they are, but they're so interesting, I don't care. I know how much he loves to tell them. I bet you made his day just by listening. So, machen wir die zwei auch noch eben. Sometimes I feel like I can hear my dad singing. What does it sound like? I don't know. Like a lullaby, I guess. I don't always love being a teacher, but I do love the smell of freshly sharpened pencils at the beginning of fall term. Den Geruch von frisch gespitzten Bleistiften. Okay, da ist er. I'm so excited to see what you think. Actually, I might have overcatered a bit, so I've got a few for you. Thanks for all your help. 5 Stück, sehr schön. Aufgabe abgeschlossen. Vorsicht, rohe Eier. Vor allem der Name der Aufgabe, ist doch gut. Ja, damit haben wir dann schon wieder alles für heute. Was ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt. Weil so wirklich viel konnten wir jetzt nicht machen. Ich bin gerade am Überlegen, aber ich glaube, unser... Ja, braucht noch 3 Tage. Ach, dafür wollte ich den Ernteschub, glaube ich. Nee, Moment, Ernteschub, doch... Dass wir mehr rausbekommen. Produktionstrank. Auf Pflanzen. Kann ich aber trotzdem hier benutzen. Wir probieren es einfach mal aus. Erstellt 2. Naja, gut, kommen nur doppelt so viele raus. Ist da nicht so viel, aber naja, gut. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt noch mal eben schnell ein bisschen Holz hacke. Das werdet ihr jetzt aber nicht sehen, weil da braucht ihr ja nicht dabei zu sein. Und ja, ich verabschiede mich dann schon mal, weil wir können ja heute leider nicht allzu viel machen. Und ich sage mal, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch.
Bis dann. Ciao. Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.